Dutzende Bagger heben gleichzeitig Boden in der Stadt Wuhan aus. Innerhalb von 6 Tagen soll ein Notfallkrankenhaus stehen, Platz für über 1000 Lungeninfizierte. Immer mehr chinesische Metropolen kappen ihre Verbindungen zur Außenwelt. Inzwischen sind es rund ein Dutzend, die strikte Bewegungsbeschränkungen für rund 37 Millionen Menschen erlassen haben. Desinfektionswagen rollen durch die Geisterstädte. Trotzdem sieht die Weltgesundheitsorganisation WHO zwar den Ernst der Lage in China, aber noch nicht genug Fakten für einen globalen Notstand. Es ist noch keine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Es kann jedoch noch zu einer werden. Die WHO empfiehlt deshalb noch keinerlei Reise- oder Handelsbeschränkungen. Das Auswärtige Amt in Berlin riet aber dazu, nicht notwendige Reisen in die betroffenen Gebiete zu verschieben. In Schottland werden derzeit 4 Patienten auf das neuartige Coronavirus getestet. 2 weitere bestätigte Fälle werden aus den USA und Japan gemeldet. Unter Hochdruck versuchen die Behörden in China, die Epidemie der schweren Lungenkrankheit in Schach zu halten, jetzt wo Millionen Chinesen zum Neujahrsfest unterwegs sind. Fiebermessungen an Bahnhöfen und Flughäfen sind Standard. Mit Hilfe von Wärmebildkameras mit Alarmfunktion sollen Erkrankte so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen werden. Wer in die betroffenen Gebiete zu Freunden und Verwandten reist, macht das mit einem mulmigen Gefühl. Ich habe Angst. Alle meine Freunde sagten mir, fahr nicht heim. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich denke, dieser Virus wird ganz von alleine nicht allzu weit der Zukunft verschwinden, wie es bei SARS der Fall war. In der Hauptstadt Peking sind als Vorsichtsmaßnahme inzwischen Teile der chinesischen Mauer geschlossen, ab morgen auch die verbotene Stadt. Alle Großveranstaltungen sind auf unbestimmte Zeit gestrichen. Die Behörden in Shanghai und Peking greifen nun zu extremen Vorsichtsmaßnahmen. Alle, die aus den betroffenen Gebieten kommen, sollen für 14 Tage zu Hause bleiben, so der Appell. Quasi als Entschädigung für alle, deren Neujahrspläne nun anders laufen als geplant, gibt es eine besonders aufwendige Show im Fernsehen.